Willkommen Reisende. Heute befinden wir uns bei Cosmotia, Starship Architekt und Commander. Mal sehen, ich habe schon ein, zwei Videos gesehen. Es scheint ein sehr cooles Spiel zu sein, in dem man Schiff bauen kann, wie man möchte. Gucken, ob wir mit der Steuerung alles klarkommen. Wird bestimmt ein bisschen dauern. Wir werden jetzt mal hier, sieht man, keine gespeicherten Spiele oder sowas. Fangen das mit euch ganz neu zusammen an. Machen Karriere erstmal, würde ich sagen. Wir fangen mal Fähnrich an, man kann sich ja hocharbeiten. Baumeister. Schwierig es wird, Credits, Ruhm und Ressourcen zu verdienen. Grundrate von Ressourcen 100% erhöht, Geld 100% erhöht, Ruhm 50. So, können wir ruhig nehmen. So, ein Schiff für den Anfang. LC ist langsam gut gepanzert. Modell L, sehr beweglich. Drei Laserblaster. Keine Verteidigung. Modell S. Also hier hätten wir keine Feuerkraft. Na gut, nehmen wir wohl Modell C. Hat auch eine gut große Grundfläche. Hinten könnten dann Antriebe noch dran. Werden wir das mal mit Modell C starten. Was ist hier noch? So. Galaxiegröße. Man geht nicht größer. Okay. Dann werden wir das mal nehmen. So. Kamera steuern. Pfeiltasten, okay. Plus, minus. Okay. Gut. Kanonenmunition. Ja, erstmal Schiff fliegen wahrscheinlich. Okay. Rechtsklick. Ah, gut. Und wie drehen wir uns auf der Stelle? Ah, okay. Zeit ist klar. Schiffe, Station. Müsste leer hier sein. Gut, dann gucken wir mal nach einer Raumstation. Hier ist eine. Wenn wir mal unsere erste Mission annehmen. So. Soweit ich weiß, ist Ruhm das Wichtigste. Das ist das Blaue. Werden wir jetzt erstmal bis maximal 40. Werden wir das annehmen. 14, 14, 28. Können wir auch annehmen. Und das hier ist der Schwierigkeitsgrad, in dem wir uns befinden. Denke ich mal. Und bis wo uns das Ruhm gibt. Hier, das wird uns bis maximal ja 140. Das bis maximal 40. Okay. Noch ein Ruf für eine Fraktion. Ja, wenn wir, nehmen wir die auch noch. Dann haben wir ein bisschen. So, das ist unser Schiff.
Also, einer sitzt im Cockpit. Jeweils einer an der Kanone. Die Munition müsste er sich selber holen. Gucken, wie machen wir das jetzt? Betten. Oh. Machen wir jetzt grün. Munition. Vielleicht. Die gar nicht bedienen. Nur versorgen. Ja, genau nicht. Wenn wir einmal umstellen müssen. Batterie versorgen. Bergbaulaser. Ne, dann nehmen wir andere für. Projektilwaffen. Wow, bei allen einzeln einstellen, okay. Bedienen. Bedienen nicht. Minenteil versorgen. Da weiß ich jetzt leider nicht, was das im Einzelnen heißt, ob das auch zu bedienen steht. Für bedienen steht. Lassen wir das ruhig mal an. Munition versorgen, bedienen. Batterie versorgen, ja. Batterie. Bedienen nicht. Munition versorgen, ja. Schilde. Ah, Feuerlöscher ist ganz oben, das ist gut. Was ist das hier? Ja, Cockpit. Nein. Aber die Batterie versorgen. Kontrollraum nicht. Brücke. Also okay, das scheint. Ah, das ist bestimmt Upgrade dann. Also ein kleines Cockpit und dann ein größer, dann ist es wohl eine Brücke. So, Batterie versorgen, Hyperraum versorgen, Batterie. Ah, sehr viel, was man am Anfang erst einmalig einstellen muss. Aber in Ruhe durchgehen, dass man keine Fehler macht. So, bedienen wieder nicht. Und versorgen. Das kann ja so bleiben. Nein, Batterie versorgen. Gut, die machen wir jetzt einfach nur immer. Ne, warte. Ja doch, das können sich die Arbeiter ja auch holen. Ne, warte. Ja, das können wir ja auch dann Fabriken, dass sie die beliefern. Könnten wir ja machen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir in dem Schiff haben. Ein bisschen Startgeld haben wir ja. Dann werden wir die ersten Weltbatterie, ja. Mission machen. Ah, okay. Was meint er jetzt hiermit? Werden dann die Lager von denen auch gefüllt und transportiert? Ja, das können wir ja mal weglassen. So, Traktorermitter bedienen nicht. Sorgen ja. Sensor. Okay.
Dann nehmen wir den wohl Versorgung. Versorgung. Und grün. Das hier noch? Ja, gut. Also man kann nicht auf OK klicken, dann wohl einfach so. Oh. Was ist denn jetzt? Ja, ist noch ein gutes Stück entfernt. Also. Brauchen zwei dafür. Und den. Dann können ja die beiden. Wie geht das jetzt? Gucken. Befehligen. Ah. So. Okay, so geht das aber nicht. Ah, rechts. Okay. So. Ist ein bisschen ärgerlich. Da sind nur zwei drinne. Da sind mehr drin, als wir brauchen. Wie viel passen denn da rein? Zwei. Sechs. Wir könnten ja eventuell ja, das war jetzt ja sehr intelligent. Aber geil, ich kann es nicht abreißen. Okay, kann ich es drehen? Nö, was habe ich denn jetzt für einen Mist gebaut? So. Wenn wir jetzt eine Tür nach da bauen. Das geht ja natürlich wieder nicht. Könnten wir das jetzt löschen? Ah, das geht, okay. Ja. Also müssen wir das bestimmt drehen. Warum? Eventuell. Eine Tür ist drin, so wie das aussieht. Ja, eine Tür. Da ist eine Tür, denke ich mal. Ja. So. Können wir doch die Seite und dann machen wir die für die Seite. Also so. 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 Aber wie kriege ich die jetzt da rein? Fürs erste Mal schon noch kurz verwirrend. Also. Also da sind zwei drin und da sind drei nicht Beschäftigte. Ja, mal gar nicht. Doch, warte mal, die kommen doch darüber, oder nicht? Dadurch, dadurch und dann dadurch.
müsste doch gehen. Dann haben die nichts zu tun, weil wir gerade nicht fliegen. Feuerlöscher. Oh, den sollten sie natürlich auch machen. Okay. Schießen wir da am besten drauf? Denk mal da. Gucken. Also unser Schiff sieht noch halbwegs heil aus. Okay. Wenn wir uns da einmal hinbewegen und direkt mal gucken. Okay. Okay. Können sie ja direkt erstmal einsammeln. Ah, okay. Sollten wir natürlich ein bisschen beschleunigen. Was hat der davor? Wo will der hin? Also ich habe gehört, man kann die Umschwebenden auch einsammeln irgendwie. Wie geht das? Schiffsname, Information, verlassen, Anzeige, Unbereich. Ja gut, das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Gut, das ist ein Freund. Wo ist jetzt Signal? Kopfgeld. Und werden wir das jetzt als erstes mal machen? Wird ja eins der beiden sein. Beschleunigen wir mal. Ah, okay, wir fliegen fast seitwärts. Einmal repariert. Also angeblich können wir noch zwei Personen fliegt noch mal zur Station. Werden wir mal gucken, ob wir uns die zwei Personen vielleicht noch leisten können für die für den anderen Raum. Weil wie wir sehen, nur der eine ist ja besetzt jetzt. Brauchen wir für die anderen Triebwerke unbedingt Personal, sonst dauert das hier ganz schön lange. Gucken, da das Schiff ja sagt, wir können noch empfohlen sind 10 und freie Betten haben wir ja auch noch. Gucken wir mal. Ja, das geht. Ah, die sind jetzt alle rot. Warum das denn? Ja. Modus. Ah. Ah. Okay. Wenn wir hier sind, können wir sie den Räumen zuweisen. Wenn wir das ausmachen, können wir sie den Quartieren zuweisen. Okay. Na, immer noch 3 überflüssig. Warte mal, machen wir ganz anders. Das wird beides rot.
Das wird grün. Das müsste doch jetzt dann funktionieren, oder nicht? So. Ach, jetzt habe ich die Räume falsch zugewiesen. Oh nee. Kann man denn? Ah, alle Gruppenbefehle. Okay. Was, warum drehen wir uns? So. Oh. So. Das müsste jetzt auch funktioniert haben, oder nicht? Da ist einer drin, da auch. Der ist jetzt noch zur Zeit über. Und die müssten alles bedienen. Kann man nicht da eine Tür hinsetzen? Kann man nicht, okay. Schade. Okay, dann werden wir uns jetzt zur Kopfgeldmission begeben. So. Gucken, wo der rumschwirrt. Ja. Warte, das wollen wir uns angucken. Kann er da drauf schießen? Ah, ne. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ah. Okay. Oh, wir haben Triebwerk verloren. Das ist kaputt. Er kann aber weit schießen. Okay, im Kampf geht das nicht. Keine Munition, was ist denn? Bis jetzt aber. Warum haben wir keine Munition? Ah, kann mir das auch nicht angucken. Ja, Munition ist alle. Okay. Wo war. Da. Sofort dahin. Das. Ja, Das wird wohl eher nix. Dann müssen wir mal. Oh, scheiße. Reicht das? Muss unbedingt herausfinden, welche Taste für schnell speichern ist. Ja. So.
Wir sind da. Schnell speichern, schnell speichern, schnell speichern. Ja. Allgemein Spielschiff-Editor, Teile, Crew-Management, Formation, Steuerungsgruppen, auch vielleicht Schussgruppen, nee. Ja, mein Klick, abbrechen, bestätigen, Vollbild, Schiff, neu starten, simulieren, nee. Gehen. Steuerung. Vorwärts. Gele. Werkzeuge. Vorsprung. Oh, schnelle Sprechung. Steuerung S. Okay. Ah, okay. So, wie viel Munition haben wir? Nicht viele. Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir nur einen der beiden. Es waren ja eben recht viele. Uns erstmal hierhin bewegen. So, es sieht so aus, als würde der näher kommen. Mal ein bisschen runtergehen. Hier vielleicht hingehen. Ja, der kommt näher. Können wir uns mal angucken. Noch haben wir ja Munition. Oh Gott, ich glaube, der andere kommt auch. Ja, dann werden wir uns jetzt zurückziehen. Oh Gott, das wird ja schon wieder nichts. Okay. Ja, super. Draufgegangen. Kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Dann müssen wir uns erstmal Munition kaufen. Und gucken, dass das Lager groß genug ist. Das war auch genug Munition mit uns führen können. Also. Wir könnten ja erstmal das, was wir eben gesammelt haben, verkaufen. So, 4 Stück. Ne, Hyperraum werden wir jetzt noch nicht brauchen. Wenn wir uns ja noch in dem Gebiet aufhalten. Munition brauchen wir allerdings. Okay, wir haben nur Platz für 152. Das und das erstmal verkaufen. Die Prozessoren und das Uran, das behalten wir wohl erstmal. Obwohl ich. Ja, den brauchen wir, wenn wir. Na, das lassen wir mal. Müssen wir gleich mal nachgucken. Wegen dem
Uran da. Also wir haben einen Reaktor, also eine Lager zur Zeit, weil das Schiff noch zu klein ist. Was zum... Oh, Scheiße. Super. Wie wähle ich denn das blöde Lager aus? Versorgungskette. Was macht denn das jetzt hier? Ressourcen verschieben. Ja, nee. Das dahin. Das dahin. Der Prozessor kommt dahin. Das Uran auch hier unten hin. Also, Sachen verschieben geht schon mal. Okay. Aber hier ist doch noch Platz für Munition. Mal gucken. Ja. Haben wir noch Platz für Munition? So, und die ist doch jetzt... Ja, jetzt haben wir... vorne Munition. So. Man die den Lagern sagen, wo das hin soll? Fabriken, Reaktoren und Lagerräume im Schiffssystem. Okay, also wenn wir das... werden die beiden immer Munition an die liefern, oder? Und das... ja, also denke ich jetzt mal. Genug Munition müssten wir jetzt für den Kampf haben. Werden wir noch mal gucken, wo das war. Das war ja hier unten. Da war das. Unbekanntes Signal. Dann werden wir uns da jetzt wieder hinbewegen, in der Hoffnung, dass diesmal besser läuft, da wir jetzt mehr Munition haben. So. Bewegen uns mal hier hin und greifen den da an. Also immerhin schießen wir jetzt. Das ist ja schon mal gut. Na, lieber erst auf die Kanone schießen. Bisschen nervig, dass das zwei sind, muss ich ja sagen. Der ist hinüber. Also noch können wir schießen. Wir bewegen uns ganz schön weit. Bleibt denn der die ganze Zeit auf Abstand? Jetzt haben wir keine Soldaten. Oh, ist nicht wahr. Ja, dann müssen wir uns jetzt zurückziehen. Da ist ja noch einer. Ist ja noch größer. Oh, kein... Ach, falschen Spielstand geladen. Ja. Ach, nö. So, Lager.
Die sollen die versorgen, das soll das versorgen. Ein bisschen holprig der Anfang. Also alles verhökern. Weil wir brauchen gerade Munition. So. So, macht mal. Okay. So. Munition kaufen. Mal anliefern. Okay. Also. Wir haben jetzt aber auch nur Piratenmissionen angenommen. Kopfgeld, Kopfgeld. Erkunde. Unbekannte Signale. Und super, das hätten wir ja vielleicht vorher sehen sollen. Verfehlte Kohlenstoff. Lieferung. Missionskonflikte. Piratenjäger. Ah, okay, einfach irgendwen angreifen. Okay. So. Das ist jetzt die Frage. Also da scheint noch ein bisschen schwierig zu sein. Wir haben aber auch nichts an Geld zum Umbauen gerade. Wir könnten uns hier zum Rand gehen, begeben und den was abbauen und das verkaufen. Ich weiß leider nicht, wie ich Sachen verschiebe. Bauplanmodus. Kann ich das jetzt gefahrlos verschieben? Also das ist die Luftschleuse. Ach, das geht gar nicht wegen dem Triebwerk da. Ah, okay. So. Beides mal einen nach außen setzen. Das ist eine Panzer. Ah, doch, die kann ich versetzen. Was ist das? Ein Korridor. Könnten wir mal kurz dahin gehen für diese Seite da hinsetzen. Nee. So. Gehen für diese Seite dahin. Dann kann hier noch ein Lager hin. Lager, Lager, Lager. Ja, das ist Munition. Lager. So. Mehr Crew wäre auch gut, ne? Okay. Das Lager verschieben wir jetzt mal nach da. Jetzt Betten. Bauen wir noch ein großes. Okay, das geht nicht wegen den Türen. Das so rum, wenn da eine Tür hinkommt. Da geht keine Tür rein, oder was? Fällt eine Tür rein? Nee. Können wir das so hinsetzen? Hm. Nur da eine Tür. Aber wir können da eine hinsetzen. Ne, wir machen den Raum noch einen rüber.
kommt eine Panzerplatte dran. Da auch. Haben wir die jetzt her? Naja. Da ist eine Tür. So, ja da. So. Okay. Oh, scheiße. Nee. Ah, okay. Ist so geblieben. Struktur. Lagerung. Einrichtung. Strom. Turbinen. Verteidigung. Haben wir so ein... Nicht so aus, ne? Verteidigungssystem. Also das braucht Strom. Okay. So. Also noch ist es rechts unten grün, das heißt noch können wir es bauen. Also. Warum sind hier eigentlich nur zwei so Dreiecke? Ist das Teil verschwunden oder was? Ah, die gelten als Ganzes. Okay. Machen wir das so. So. Okay. Also ich habe auch gehört, dass man die versetzt machen soll. Also es geht ja dann mit den großen, aber ich bin ja noch sehr am Anfang, also jetzt mal da eine hin. Das ist fraglich, machen wir jetzt hinter die Lagerräume. Wäre schon besser, ne? So. Alles ein nach weiter nach außen. Dann nehmen wir eine zwei große. Also über Eck setzen geht jetzt ja eh noch nicht. Wir können ja trotzdem so machen. War das wieder ein nach außen? Da und da eine Platte. Eine Luftschleuse. Ein Feuerlöschen. Das wäre wohl gut. Zweite Luftschleuse zu haben. Wo finden wir die denn? Da. Sieht falsch rum aus. So. Also wir können es immer noch bauen. Ist auch gut. So lang ist der Weg nicht, dass sich ein Laufband lohnt. Ah, auf der Seite befindet sich keine Tür. Okay, so. Aber automatisch eine. Zu den Triebwerken und da oben hin kommt man auch. Hier ist Panzerung vor. Da auch. Also hier müssen wir noch kurz. Und dann müssen wir gucken, ob wir den Kampf dann schaffen. Aber wo waren die jetzt? Ah, da.
So. Kurz da hinsetzen. Das kurz dahin. So. Warte mal, hier ist ja gar nichts. Eins. Hier auch nicht. Ah, okay. Hab nicht gesehen. Ja, aber ein Triebwerk. Ja, ist jetzt noch viel zu teuer, denke ich mal. So. Das jetzt darüber. So. Wie lösche ich denn das jetzt wieder? Kommt das dahin? So. Sollte doch jetzt dann schon ein bisschen besser funktionieren, wenn wir uns jetzt noch Munition holen. Obwohl, das bräuchte man eigentlich nicht. Wir müssen nur zusehen, dass die beiden... Meter ist noch gelb. Oh. Versorgt werden. Das heißt, wir müssen... den Raum, genau, wir können mal das einmal so machen, nein, so, so, da. Die machen die rechte Seite. So. Die machen dann diese Seite. Aber das ist aber falsch. Da muss ja gar nichts hingeliefert werden, oder? So. Ja, oh, ja, die habe ich versetzt. Ich weiß gar nicht, muss da ein Kanonier rein? Wir hätten ja, das sind ja zwei Betten, also könnten wir so machen. Und der da und da. Oh. Das Cockpit vergessen. So müsste das doch jetzt aber funktionieren. Genug Munition. Wir haben ja gerade gelernt, wir können das umpacken. Warte, wie ging das? Versorgungskette. Ressourcen verschieben. Dann erstmal dahin. Das kommt. Da geht nicht, okay. So. Jetzt kann das dahin. Okay. Warum ist da keiner? Wohin Gottes Namen fliegen wir hin? Ja, nee, halt mal an. Stand eben einer ist im All. Warum ist denn einer im All? Vor allem, wo ist er? Oh, da. Kommt der da hin? Da
Lass ihn rein. Okay. Zwei. Oh. Jetzt haben wir zu wenig Kuh, ne? Oh, nee. Deshalb funktioniert das nicht. Gut, dann werden wir uns jetzt in dieser Folge noch mal kurz Kuh organisieren, wenn wir dafür genug Geld haben. Fünf Fett nur. Cool, jetzt sind wir aber auch pleite, du. Hat da schon wieder die falsche Farbe. Ah, okay, die sind rot. Aber es ist einer im Cockpit und jeweils einer in der Kanone. Dann können die ja das jetzt versorgen alles. So wie sie das sollen. So. Also wir haben schon... ein paar Mal sind wir schon gestorben. Aber gut, ist der Anfang. Ist alles noch ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt... ein bisschen umgebaut. Haben auch ein klein wenig mehr Crew. Einer fehlt noch, aber gut. Sind halt pleite. Scheinbar müssen wir auch... ja, okay, wenn wir unter den Strich kommen, dann brauchen wir erst Energie. Also noch geht's. War die Umbaumaßnahmen nicht so schlimm. Das scheint nicht nur Energie zu brauchen. Kommandopunkte brauche ein. Aber gut, die werden ja versorgt. Dann... wir machen das lieber von... was brauchen die ja? Nur Energie. Automatisches Verteidigungssystem. Ja, dann wird das ja so funktionieren. Gut, haben etwas umgebaut. Haben Piraten schon probiert. Leider lief das ja nicht so gut. Aber deshalb haben wir ja jetzt umgebaut. Dann werden wir in der nächsten Folge gucken, ob wir die Missionen hinbekommen. Damit wir ein bisschen Ruhm kriegen, weil die ersten beiden geben noch bis 40 Ruhm. Die glaube ich auch noch. Piraten, ja. Müssen wir mal schauen dann, dass wir den Ruhm hoch machen. Wir werden wahrscheinlich dann erstmal Piraten, bei denen wir waren, ja, das war da, probieren zu töten. Ob das jetzt so alles funktioniert, wie es soll. Weil während wir den einen bekämpft haben, wurden wir ja leider mal von hinten beschossen. Also ich hoffe, durch eine Reihe Panzerungen, dass die Crew am Leben bleibt und dass wir lang genug schaffen, damit wir die Missionen auch hinbekommen. Und dann müssen wir mal sehen, wie viele Missionen wir nächstes Mal schaffen. Ich hoffe, hat euch auch etwas gefallen. Ist ja halt noch holprig, da es der Anfang ist. Müssen wir mal gucken, wie gut wir vorankommen und das Schiff ausbauen können mit der Zeit. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.